Als Banken können wir viel beitragen. Die Banken arbeiten mit allen Wirtschaftssektoren, haben das Geld der Sparer und steuern es auch in Projekte, in Tätigkeiten, die für eine verantwortungsvolle Zukunft sorgen müssen. Sinnvoll sparen bedeutet auch an die Generationen von morgen denken. Und wir von der Raiffeisen Landesbank erweitern bewusst unser Portfolio um nachhaltige Finanzprodukte. Ein schönes Beispiel ist der Green Bond für Kleinanleger. Hier bieten wir dem Kunden die Möglichkeit, sein Geld in, symbolisch gesagt, in ein grünes Sparschwein zu stecken. Grün deshalb, weil die Gelder, die uns der Kunde anvertraut, ausschließlich in ökologisch nachhaltige Projekte fließen. Bei Raiffeisen sind wir überzeugt, dass die Nachhaltigkeitsüberlegungen noch in den Köpfen von viel mehr Menschen ankommen müssen. Der Mobilitätspreis des Landes Südtirols ist ein Preis für all jene, die eigentlich mitdenken. Mitdenken in eine neue Mobilität, mitdenken, welche Verhaltensweisen können wir ändern als Menschen, um uns anders zu bewegen als nur mit dem Auto. All jene, die hier mitgemacht haben, sind eigentlich Vorreiter. Personalmente è stata una grande soddisfazione ricevere questo premio perché appunto ci dà conferma del lavoro che abbiamo svolto fino adesso per la sostenibilità e la mobilità sostenibile e ci motiva a continuare a lavorare in questa direzione. Wir sind ein lokales Unternehmen, das was von den Wipptaler Milchbauern Mist und Gülle zusammenführt. Und damit war es uns auch wichtig, einen lokalen Finanzpartner zu finden, der uns unterstützt. Mediante il conferimento di letame viene prodotto biogas e biometano, che è un carburante ecosostenibile, e collateralmente viene anche prodotto della CO2 che serve all'industria alimentare e un buon fertilizzante biologico. Quindi abbiamo trovato un progetto di economia circolare molto importante per il territorio e come Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige abbiamo potuto associarlo alle obbligazioni verdi che ha emesso la nostra banca. Das Domizil ist ein Haus in der Mitte von Bozen. Dieses Haus dient 25 obdachlosen und wohnungslosen Menschen als Nachtschlafstätte. Sie dürfen hier über die ganze Wintersaison hinweg die Nacht verbringen und sie werden in der Nacht von Freiwilligen betreut. Wir von der Raiffeisen Landesbank glauben ans Domizil und unterstützen nicht nur finanziell, sondern auch mit Freiwilligendiensten das Projekt. Ich kann versichern, dass alle Mitarbeiter in der Bank in den letzten Jahren viel sensibler geworden sind, dass es hier in allen Abteilungen, auf allen Ebenen das Bewusstsein gibt, das Thema verantwortungsvolle Zukunft muss noch mehr gesteuert werden. Bei Raiffeisen ist die Nachhaltigkeit seit 100 Jahren ein Thema, aber auch ich glaube, jetzt ist es Zeit, dass wir es strukturierter und entschlossener angehen und ein paar Gänge hinaufschalten.